Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, eure Lemmingons, und ich heiße euch heute alle mit herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaft der Eroberung zusammen mit der Sam. Und ja, meine Kehle ist trocken, deshalb muss ich erstmal was saufen. Ja, was? Kann ich nichts fühlen. Oh. Du und dein Bier. Das ist kein Bier, das ist Wasser. Versuche ich mich ja mir hier was anzuhängen. Ja, ohne weitere Umschweife denke ich jetzt mal kurz nach dieser kleinen Pause, müssen wir jetzt mal kurz hier angucken, was es überhaupt hier gibt. Dann haben wir als erstes als Oberherren Dusch den Turm. Ich glaube, ich erinnere mich daran, das war auch der Turm, den ich damals ein Arschloch genannt habe, weil er sich ständig wieder geheilt hat. Ja, schön, den mal wieder als Oberherr zu sehen. Ist natürlich standardmäßig in fast jeder Online-Eroberung zu finden. Das ist er nämlich, das ist auch, ja, passt, ist er auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Rasch den Schamlosen, das ist mir als allererstes aufgefallen, das fand ich richtig geil. Einfach einen Schamlosen wieder reinzuballern und da geht, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das erfreut mein Herz. Und da gehen richtig liebe Grüße raus, ne? Und dann noch ein Schamlosen, ey, das ist einfach geil. Sam, verstehst du meine Euphorie? Die haben Nägel im Kopf. Danke für deinen Kommentar. Dann haben wir Asaku Schwarzdorn. Ist eigentlich auch mehr oder weniger ein Standard-Urb in den Online-Eroberungen geworden. Ist aber einer aus einer, ich sag jetzt mal älteren, was heißt älteren Zeit, also aus einer, das ist ein Urb, den gibt's schon länger. Also ein Olog beziehungsweise, den gibt's schon länger. Deshalb ist das, finde ich persönlich, nicht so schlimm, den sieht man auch jetzt nicht so häufig, obwohl ich das nicht so ganz, obwohl doch, es geht. Dann haben wir Naruk, den Furchtfresser, geil, einen Furchtfresser reinzuballern, finde ich sehr nice. Marco, die Flamme des Krieges, den sollte man auf jeden Fall kennen, denn dieser Uruk hat 5 epische Eigenschaften. Läuft. Okay. Ja, läuft, das ist geil, oder? Mhm. Das ist krass, das ist dann nicht mehr legendär, das ist dann... Legendär zum Quadrat mit noch Bonusmaterial. Sieht man auch tatsächlich seltener in den Online-Eroberungen mittlerweile. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Wenn ich die jetzt häufiger gesehen hätte, hätte ich gesagt, okay, das wäre schon ein Minuspunkt gewesen so an sich, ne? Weil es die halt so häufig gibt, ne? Dann auf der anderen Seite haben wir Lorm, den Wächter. Der sollte halt auf jeden Fall bekannt sein. Also der kommt schon relativ häufig vor. Das muss man ganz ehrlich an der Stelle sagen. Ich muss sagen, ansonsten trotzdem ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei durch die Online-Eroberung. Würde ich jetzt mal so sagen, muss man an der Stelle sagen. Aber mir gefallen halt auf jeden Fall der Furchtfresser und hier die Schamlosen. Auch das kleine Comeback hier von Marco, der Flamme des Krieges, finde ich ganz geil. Und dann denke ich, halte ich jetzt mal einen Rand und es kann losgehen. Hä, ich habe jetzt da drauf gedrückt. Ist das jetzt ohne? Los gehen! Okay. Ich finde es immer toll, dich dabei zu haben. Du bist so voller Euphorie und ja. Voller Elan bist du dabei hier. Ist immer wieder toll. Ja, so. Ich glaube, das ist nicht mein Spiel. Ist nicht dein Spiel, aber dafür haben wir jetzt, glaube ich, ein Spiel, das dein Spiel sein könnte. Ja. Haben uns den Skyrim geholt, ne? Ja. da freue ich mich auch drauf. Aber nochmal vorweg, wenn ich jetzt Skyrim anfange zu zocken, ich habe keine Lust darauf, die Diskussion, irgend so eine politische Diskussion, dass die daraus entsteht, ne, so eine Debatte. Brauchen wir nicht. Ja. Sag ich nur so von vornherein. Geil, das ist doch eine Flamme des Krieges! Nicht eine Flamme des Krieges, schamloser. Wie geil ist das, bitte? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach mit ihren ganzen Facetten und allem Scheißzeug hier. Oh, Scheiße! Ah, bisschen hässlichen Urus. Sam, was sagst du? Wie sieht der aus? Was? Der da. Ja, der ist hässlich. Der Dicke. Der ist hässlich. Ja. Echt? Sieht aus wie du. Danke. Unsterblicher Krieger gegen unsterblichen Krieger. Mal sehen, ob heute einer von uns tot bleibt. Alles klar? Der kann was wegschwätzen. Da gibt's aber noch schlimmere. Da gibt's welche, das ist unglaublich. Aber das ist dann so ein Standardspruch. Okay. Das ist, weil es so viele von denen gibt. Oh, krass. Zermalme und begrabe dich, wie du es verdient hast. Ja, kämpft noch mehr da, ne? Dings.
das sind die Türen, die haben immer denselben Spruch, eigentlich fast drauf. Und da versuche ich eigentlich so gut es geht, keinen Dialog mit denen zu führen. Normalerweise lege ich mal drauf an, mit den Obst einen Dialog zu führen, aber bei den Türen, den Bruce, so ein spezieller Ordnung, versuche ich es zu vermeiden. Ja. Ich habe ihn in den Popo ein Messerchen gerammt. Sam ist wieder mal begeistert. Was? Okay. Geh doch mal weg jetzt! So, bumm. Explosion. Wir suchen hier nach Inspirationsquellen, ne? So, wird das gemacht. Ah, Kommandant. Nett. Okay. Ja, das ist so seine Klasse. Okay. Ist das Einzige, was du heute sagen kannst? Ja. Alles klar. Du mir auch. Oh, scheiße! Ein Drache brennt, fackelt mich ab. Welcher Bollock ist denn das? Oh geil, da ist ein Fetter. Guck mal, da ist ein richtig Fetter. Guck mal hier. Nee, das, der ist zwar auch fett, aber da ist noch einer, der ist noch dicker. Der da. Der da. Okay. Guck mal, der. Diese da. Ja. Und die sieht man sau selten. Dicke. Der Fette da, der ganz Fette. Der richtig Fette. Der monumental große Fette. Geh mal weg jetzt, du hässlicher Scheißdrache, ey. Ich hasse Drachen. Komm jetzt. Du sollst mit mir reden. Aua! Meine Fresse! Ah ja, nee, das ist jetzt der falsche Fettsack. Ist gesichtet. Die Jagd beginnt. Sie wird nicht lange dauern. Okay, ja, vielleicht weil ich direkt vor dir stehe. Aua! Sam, du bist so begeistert! Ja. Total, ne? Arsch mich! Oh scheiße, der sieht nur gegen mich natürlich. Ich will mit dem Fetten hier reden. Mit, guck mal, was der da hat. Der hat so einen Kakao-Schenkel. Okay. Der Stämmige. Ja, der Stämmige. Ah ja, okay. Der liebt es zu fressen. So. Ich danke dir für den süßen Schmerz. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, ne? Ja, der steht drauf. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sam! Wie kannst du sowas behaupten, dass der da auch steht? Steht er da überhaupt noch drauf? Das ist doch undenkbar, dass der da drauf steht. Ich hab doch geschafft, der steht schon hardcore drauf, ne? So! Oh scheiße, jetzt hab ich scheiße gebaut. Nein! So werde ich nicht sterben! Ach, leck mich doch am Arsch, du Drecksvieh! Ja! Geht jetzt ab. Gut, der Rüstmeister. Oh, der schien ein bisschen verumariert. Den Wurzeln hat er auch ausgewechselt. Die sind nicht so unbedingt auf die Hirne angewiesen. Und das ist ein Traubfänger. Okay. Das ist ganz witzig, mir gefällt auch die Festung eigentlich so an sich. Ist jetzt keine reine Themenfestung, das muss man an der Stelle sagen, aber es sind geile Uruks dabei. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem mit auch Uruks, die ich jetzt nicht mehr so häufig gesehen habe. Und Schamlose, also da kann man immer bei mir punkten. Also wer Schamlose reinballert, da punktet ihr ohne Ende. Da punktet ihr. Oh, da warum? Punktet. Weil du auch ein Schamloser bist. Normal, mein Gott. Bisschen Scham und Taktgefühl, der braucht es schon. Ich glaube, die Leute haben echt falsches Bild von mir. Mhm. Mittlerweile. Okay. Okay. Wieso war das wegen meiner sehr männlichen Lache? Wegen meiner sehr männlichen Lache. Ja. Also, ich weiß nicht, was du hast, stimmt. Was? Das war sehr männlich. Nein. Ah, doch. Was ist das? Search an wie so ein Seelöwe auf Crack oder so eine Scheiße. Ja, bis wie eine Gazelle, die gerade abgesprungen wird. Tja.
Was du kannst, das kann ich nicht. Ich will den Dicken umbringen. Ich will den Fetten umbringen. Nix lecker! Doch, lecker. Was? Lachen! Ich will mit dem Schwetten, weil es ist so selten geworden, dass man so einen fetten Vollock sieht. Es ist unglaublich, wie selten die sind. Also geworden sind. Also eigentlich sind sie so semi-selten, eigentlich sollten sie semi-selten sein, aber die sind mittlerweile einfach super selten geworden. Und scheiße, jetzt kriege ich auf Schwetten. Jetzt kriege ich für einen scheiß Schwetten. So macht man das nicht! Oh, den hätte ich retten können. Ich hab's aber gelassen. Ja. Peinlich, ich wollte jetzt unbedingt mit dem. Ja, genau das. Und am Ende können wir uns lernen. Kein letztes Mal. Der hat Hunger. Jetzt nicht mehr. Kleine mehr. Ja, ich glaub schon. Alter, wie soll denn der das überleben? Sag mir das mal bitte. Vielleicht muss er das nicht überleben, aber er kann trotzdem noch weiterhin Hunger haben. Im Tod. Ja. Okay. Oh, scheiße. Ah, wir brauchen nur noch Bogen. Wieso ist da ein bisschen wieder. Weißt du, was das Geile ist? Die verstehe ich. Ich kämpfe weiter, Herr! Hör mal, möge es. Achtung, wetten der. Guck mal, der. Guck mal, was der macht! Der geht voll auf den drauf, der Akku. Okay. Scheiße. Was geht jetzt ab? Was, da ist jetzt schon wieder einer gerade am Weg? Müssen wir erstmal den hier umlegen. Ich kämpfe. Ich sterbe. Wie du. Nee. Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Werd ich langsam heiser? Ja, hörst du das auch? Was? Meine Stimme. Meine gottverdammte Stimme. Ja. Also? So ein bisschen. Bisschen, ne? Naja. Komm mal nicht. Was? Da was? Dich hören. Du komm mal nicht, Junge. Guck mal hier, du scheiß Genios, scheiß mein Vorher, ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Hat zweimal funktioniert. Hat jetzt mehrmals funktioniert. Ja. Diese wundervollen Qualen. Hast du ihn nicht übertötet? Nein, das ist ein anderer. Die haben da einen kompletten Masochistenverein. Okay. Ja, davon gibt's mehrere. Okay. Ja, okay. Der hat mich ganz schön verbrannt. Fresse gehabt, habe ich gerade gemerkt. Ja. Oh, scheiße. Okay. Ich mache jetzt das. Oh, kacke, da ist jetzt. Lebt ja noch einer. Siehst du das? Da unten lebt noch einer. Ja. Warte. Wenn er nicht aufpasst, bin ich auch noch nicht. Oh. Oh, nee, das hat jetzt funktioniert. Haha, Mann, du scheiß Karagor, das ist wieder, ey. Ich finde, der sieht nice aus. Alter! Der hat gerade. Du hast gar nicht für mich interessiert. Er hat gar nicht gejuckt, dass ich dabei war, ihn umzubringen. Warum auch? Ja, warum auch? Du bist vielleicht Lemming, Manze? Also mit uns allen aufnehmen? Schrak sei Dank! Scheiße sei Dank! Schrak ist dunkle Sprache und heißt Scheiße übersetzt. Okay. Aber weil das Spiel aus Amerika kommt, hat man halt Schrak statt Scheiße eingeführt. Okay. Weiß gar nicht, kommst du aus Amerika? Stolz auf dich? Noch ein Uruk stirbt durch deine Hand. Du bist das wahre Monster. Du versklavst uns, schickst uns für deine Kranken Zeit in den Tod. Eines Tages bekommst du, was du verdienst. Sam, das war jetzt eine berührende Ansprache, die Nein. ich an jeder Stelle ignoriert habe. Ja. Du musst trotzdem nicht so lange schwätzen. Das sind seine letzten Worte. Zieht sein Leiden weiter in die Länge. Nee, wieso? Oh, und das ist Marco. Aha. Hi, Marco. Ich hab, glaube ich, selbst keinen Marco.
Aber egal, was soll's, so, der Alchemist. Wie kannst du die Früchte meiner Arbeit betrachten? Krieger beflügelt von meiner Alchemie. Hier stirbst du. Das sieht so krank aus mit diesem komischen Maulkorb, den der trägt. Oh, guck mal hier, Marco der Einrecker. Und Marco die kleine Flamme des Krieges. Scheiße! Der Opfer liegt Marco, ich bin zu getötet. Wo ist mein Header hier? Oh, Scheiße. Oh, shit! So, Moment, Jimmo. Ich möchte eigentlich den hier. Den da. Mit dem zu schwitzen, das ist nice. Oh, Kacke! Mann! Hier geht gerade alles in die Luft. Aber komplett, also das ist, ganze Laden fällt mittlerweile. Wir zünden den ganzen Scheißladen hier an! Ist das innen warm? Das ist scheißkalt. Oh, jetzt schmeckt er wieder. Du denkst vermutlich, du schaffst es zum Oberherrn. Das treibe ich dir aus. Das ist so geil, diese Maske ist so geil. Und die ist einzigartig, das ist geil an dem Spiel. Okay. Es gibt zwar welche, die haben es jetzt auf dem PC geschafft, die Maske halt bei vielen Orks jetzt reinzuballern, aber das nimmt halt auch so ein bisschen was weg, finde ich, halt diese Einzigartigkeit von den Orks. Weil es eigentlich ein echt krasser Orks ist. Geh doch weg jetzt, ihr Schweine! Oh, die Stachel sind auch dabei? Nein. Geh weg, ihr Schwinge. Oh, Kacke! Oh, Scheiße! Dieses Textvieh ist auf mir drauf. Alter, der hat einen ordentlichen. So, ich mach's jetzt ganz einfach. Komm mal her, du. Was geht denn jetzt ab? Oh, geil! So geht's natürlich auch. Moment. Was meinst du? Ist der verrückt? Sepp? Weiß ich doch nicht. Ja, der ist verrückt. Ja, der ist irre. Okay. So lachst du auch. Was? Aber kein Scheiß. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ey, stimmt das? Doch. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich lach bestimmt nicht so. Stimmt. Nein. Genau das. Ja, das klar, ey. Am Arsch. Oh, kein Zweigesichtiger. Du willst mich überwältigen? Das Guck. Kannst du vergessen. Ja. Der hat noch so ein kleines Gesicht hinten dran. Sau nice. Moment. Ja, läuft. So, Moment. Ey! Du bist ein ganz mutiger, wenn du gegen mich kämpfen willst. Ach, geh doch zum Teufel, Norm. Mit dir will keiner schwätzen. Ich will mit dem hier reden. Nichts ist gewonnen, Waldläufer. Der dunkle Herrscher bestraft dich. Das finde ich so schade. Die haben normalerweise haben sie immer mit diesem kleinen Gesicht haben die immer geredet. Das ist ganz witzig immer gewesen. Dann haben die so, der heißt Mook, glaube ich. Dieses kleine Gesicht heißt Mook bei denen. Okay. Und dann sagen wir irgendwas, ich konnte dich irgendwie nie leiden oder so. Es ist sehr verbreitet und der Orks hat mich nicht leiden können. Das interessiert dich volles Wort, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, so ein Scheißdreck, Mann. Hat mir am Rücken geschlagen, die Sau. Man greift keinen von hinten an. Sam! Schnauze! Sag der Richtige. Ich greife niemanden. Oh, nein, nein, tu ich auch nicht. Nein, du Video jetzt dreimal und noch umgestochen bei irgendwo. Scheiße! Meine Taktik hat nicht funktioniert. Die sehr ehrenvoll ist. Hey! Arzt, komm, bring ihn um! Ja, dessen bring ich den hier um. Oh, scheiße! Ja, läuft. Wenn mein Arzt kommt, was sagt, macht das wenigstens. Ich habe ihm damals befohlen, seinen eigenen Oberherrn umzubringen.
Und genau das hat er getan. Deshalb ist er da, ist er dadurch dieser bei einem Häuptling von mir geworden. Der läuft da immer mit vorbei. Nein. Arsch. Ich wollte nämlich überhaupt nichts Böses. Und der greift mich einfach an. Jetzt rechne dir nochmal zu, was soll denn der Scheiß? So, jetzt ist vom Ende im Gelände mit dem. Ich bin nichts im Vergleich zum Oberherrn. Er wird dich mit Freude abschlachten. Okay. Sam, was sagst du? So, lass mal versuchen. Okay. Ich mag den Helm von dem. Okay. Krieg ich auch so ein? Nein. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Nein. Mann! Nein. Meine Fresse, ey. Dann schicke ich jetzt Skyrim wieder zurück. Nee. Ich bin sau froh, dass das jetzt schon da ist. Okay. Hat mich echt gefreut eigentlich, warum Kack? Weil ich habe das Spiel so lange schon gespielt. Du machst mir keine Angst. Ich habe mehr Schmerz ertragen, als du dir vorstellen kannst. Guck, das ist so einer der Standardsprüche von denen. Okay. Aber ich finde halt denen ihre Rüstung macht halt ordentlich was her. Sieht halt aus wie so ein Haifisch. Ja. Halt mit dem Maulkorb. Genau, sieht halt aus wie ein Hackfressen-Haifisch. Ja. So. Ich habe meine eigene Privatarmee dabei. Ein Grauk und ein Kommandant, nämlich die Bestie. Jetzt bringe ich erstmal hier ein paar Leute um. So, dann kann er ja mal angehen hier, ne? Schweinerei. Oh, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Eine Spinnenbrut, nice, muss. Ich werde ihn winseln lassen. Okay, der ist auf jeden Fall ein Psychopath. Woher ich das weiß, frag mich nicht. Oh, Zwillinge! Guck mal hier! Oh, Awatsch! Geil! Kriegen die sich gegenwärtig um? Wahrscheinlich. Ist doch gut. Ja. Ich mache das auf dieses sehr gute Waffenweise. Sag mal, diese scheiß Spinnen, ey. Kein Mensch hat Bock auf die. Autsch. Drecksspinnen hier. Ich konnte Spinnen noch nie leiden. Ich konnte nie leiden seit diesem einen Kinderlied. Wie ging das nochmal? Itzi, bitte. Ja, hör bloß auf, ich muss gleich kotzen. Ich mochte es nie. Ich war auch noch nie so dick. So als kleines Kind war ich genervt, wenn ich die Kinderlieder überhaupt gehört habe. Kommt, wir singen heute was. Und dann hab ich gedacht, ach, scheiße. Ich habe dann angefangen, jedes Wort Schlemmingmonster zu ersetzen. Nein, ist nicht wahr, aber wäre lustig. Wenn sie schon so angefangen hätten. So als kleine Lemming waren sie mit großem Kopf. So. Alter! Oh, shit! Der hat mich voll erwischt, die Sau. Oh, krass. Kann gleich wieder richtig anfangen. Ja, geil. Ich liebe diese Fähigkeit, die ist nice. Vorher gab es dann die Möglichkeit, dass du so als Elbs machen konntest. Aber der hat dann ganz schnell Pfeile verschossen. Okay. Sehr geil. Oh, scheiße. So viel Schmerzen. Wäre mir lieber gewesen. Aber das muss reichen. Ich genieße sie. So. Oder so. Also ich habe hier wirklich schon wieder eine Festung gefunden, in der... Ja! Ne? Bagger. Ach, das ist Bagger. Und das andere ist Bolk. Gibt's halt gut da. Okay. Bagger und Bolk. Mhm. Wer ist der große Bruder? Wer ist der kleine Bruder? Keine Ahnung, sitzt nur hier. Jetzt bringe ich erstmal den hier um. Oder wollen wir den anderen Zwilling auch umbringen?
passt. Den bringen wir auch noch rum. Wir können eh nicht mehr auf der Bombe werden. Stirb jetzt, du Ratte. Alter! Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Urups. Dich selbst? Nee, so weit will ich das nicht gehen. Aber ich mag schon vieles nicht. Free TV mag ich auch nicht. Ich mag auch keine Schlangen. Das mag ich noch nicht. Ich bin kein Freund von deutscher Musik. Ja. Was? Kann man doch so sagen, oder? Warum nicht? Jedem das eine, ne? So, jetzt bringen wir noch den hier um und danach den anderen. Ah. Also mir hat die Festung gut gefallen, weil da vor allen Dingen so viel drin war und es so vielseitig war, was da drin war. Das ist nicht spannend. Es soll wehtun! Es soll mich quälen! Es soll köstlich sein! Geht's noch? Ey, wirklich, die sind alle schmerzfrei. Das ist ja. Ja, ich sag nochmal. Oh, scheiße, der steht auf der Hut. Oh, kack. Hi, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Du husch nicht. Das macht denn. Ja, ah, scheiße. Okay, okay, okay. Ich schlag gegen den Oh, kacke. Oh, geil. Ja, bring ihn um, oder so. Bring ihn um! Ich bin sehr tapfer. Die tapfer. Wenn ich noch tapferer wäre, dann wäre ich todesmutig. Dann würde ich mich sogar trauen, nachts runter in den Keller zu gehen. Nutze ich immer als Ausrede. Ich habe Schiss, nachts in den Keller zu gehen, weil ich keinen Bock habe, irgendwas am Wasser wieder aufzuholen. Ich habe jetzt faul bin. Mann, Ulasu, du sollst den umbringen. Wie schwer kann das sein? Das ist halt echt beschissen, wenn ein Brecher beschusssicher ist. Ah ja, als Druff, immer als Druff mit dem. Diese Gift. Na, der schmeißt den anderen durch die Gegend. Warte mal kurz. Ich kann den nur hier. Guck mal, was ich mache. Ey, das habe ich noch nie gemacht. Wie geil. Ich habe es voll vergessen, dass man die auch sich greifen kann. Zurück auseinander. Oh, scheiße. Auseinander. Oh. Auseinander. Ah, schön. Autsch. Sehr gut. Und jetzt noch einen Schlag und dann hat sich die Sache erledigt. Währenddessen bringe ich dich hier um. Sehr praktisch. Sehr positiv. Autsch. Hat er den gerade Bastard genannt? Oh ja, geil! Oh! Irgendein anderer Orlok hat ihn umgelegt. Sehr gut! Wunderbar! Dann hätten wir das. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo, oder? Und dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und bis dann. Haut rein, bis dabei, macht's gut. Ciao! Danke, ciao!